näher auf die einzelnen Piloten eingehen.
Tja, meine Damen und Herren, ich darf recht herzlich begrüßen die erste Bürgermeisterin von Bad Hindelang, Dr. Sabine Rödel, die ja die Nachfolge des leider verstorbenen Martin Walter angetreten hat, mit einem so überragenden Wahlergebnis in dieser Saison von 79,1%. Recht herzlich willkommen. Die 191 in den Porsche 924 Turbo. Der Turbo 924, da lächelte ja jeder. Dabei hat er ein besseres Fahrverhalten wie der 911er durch das sogenannte Transaxle-System, weil ja das Getriebe hinter der Hinterachse sitzt. Und inzwischen ist der 924er also ein Kultauto. Die 192, das ist von Dr. Stefan Lipper. Er hat ja den 930er, das entspricht dem 911er Turbo 3,3 Liter, etwa 300 PS. Ja, die Marit Hindelang ist an für sich die einzige Gemeinde, die zwei Damen, nämlich die zweite Bürgermeisterin, ist ebenfalls eine Frau, in der Leitung der Gemeinde hat. Ja, das kann eigentlich in der Medizinummer fast sein. Nur der Klaus Pretzel sein, Klaus Pretzel von der Rallye-Telemetrie, einer zusammen mit seinem Geschäftsfreund Joachim Gemmer, der ist einer derjenigen, der für den historischen Motorsport alles bietet, was man braucht. Nicht nur die Stoppuhren, sondern auch die Wegstreckenzähler. Auch er fährt die 191. Der Klaus Pretzel, sondern der Rückmann. Aber der Klaus Pretzel fährt das gleiche Fahrzeug. Das müsste eigentlich die 196 sein, die jetzt am Start steht. Nein, die 195. Es gab ja in den 90er Jahren nur zwei Supertuner, nämlich Erdbeeren aus Wienenden und Mainzel. Die den Opel verfeinerten, es gab noch Steinmetz, auch der Steinmetz-Opel. Soll ich mich jetzt ausdrücken? Etwas anfällig. Ja. Die 190 macht sich jetzt Uwe Lassau mit dem Rallye 450 auf die